Wussten Sie, dass Falco, einer der größten österreichischen Musiker, in seinen Anfängen einmal in einer Tanzband gespielt hat? Ja, so klassisch, so Tanzmusik. Das haben wir heute schon erfahren von Bernhard Rabitsch. Er ist nicht nur ein musikalischer Wegbegleiter von ihm, sondern auch ein Freund. Und wir denken an diesen Hans Hölzel, der morgen 65 Jahre alt wäre. Und jetzt schauen wir uns viele andere Wegbegleiter an, die sich alljährlich treffen, um auch seine Songs zu interpretieren. So kennt man Falco, exzentrisch, ein bisschen verrückt und ein richtiger Performer. Nur wenige wissen, wie der Ausnahmekünstler wirklich war. Mit Thomas Rabitsch spielte Hans Hölzel noch im zarten Alter von 17 als Bassist in einer Band. Bassisten sind meistens eher still und schweigsam. Typisch für Bassisten. Die reden nicht viel, die spielen. Und so war er auch am Anfang. Ja. Also eher sehr still, sehr schüchtern. Und mit der Zeit hat sich das dann so entwickelt über 2-3 Jahre. Und dann ist er auch draufgekommen, dass er sehr auf David Bowie steht. Und gleichzeitig hat er den Rap eigentlich mit begründet, weil er so rhythmisch singen konnte. Das hat er vom Bassspielen gehabt. Also von diesem Funk. Wie war eigentlich die Person hinter Falco? Ja, das kann man ganz einfach trennen in nüchtern und nicht nüchtern. Wenn er nüchtern war, war er extrem liebenswert, aufmerksam, hochintelligent. Wenn er es nicht war, war es schwierig. Das Schlimmste war eigentlich für mich, dass er sich angewohnt hat, vor einem Konzert von einem Arzt sich das Blut anreichern zu lassen mit Oxygen. Falco war auch ein Frauenschwarm. Mit seiner letzten Freundin war er 2 Jahre lang liiert. Ich habe mich in Hans im Urlaub verliebt. Er hat mich dann nach Wien eingeladen und als er mich vom Flughafen abholte, waren da plötzlich Leute, die ihn fotografiert haben und Autogramme wollten. Dann bin ich erst draufgekommen, dass ich mit einem echten Star liiert bin. Ich habe meine Mutter telefoniert und ich sagte, Mama, du glaubst nicht, mit wem ich zusammen bin. Sie meinte nur, klar kenne ich Falco. Ich habe immer zu Rock Me Amadeus und dem Kommissar getanzt. Die skurrilste und lustigste Geschichte war anlässlich des 65. Geburtstags von meinem Papa. Ist der Hans als Gast gekommen, hat gegen Mitternacht beschlossen, dass er Hunger hat, hat selber die Küche übernommen, ist unglaublich gescheitert daran, sich selber ein Schnitzel zu machen. Mein Vater hat ihn dann unterstützt und sie haben dann bis 3 in der Früh groß aufgekocht. Und das war der Tag, an dem er danach von uns weggefahren ist und leider nicht mehr nach Hause gekommen ist. Und das ist eine sehr, sehr schöne und positive Erinnerung. Hat das Schnitzel geschmeckt? Ihm schon.